Also schönen guten Morgen. Das Thema meines Vortrages lautet, was sind Lymphome? Nachdem wir eine übersichtliche Gruppe sind, bin ich auch gern bereit, Zwischenfragen zu beantworten, wenn einem gerade was einfällt, beziehungsweise würde ich auf jeden Fall mich freuen, Sie einzuladen zu einem Gespräch nach dem Vortrag. Ich habe das Zeitlimit so gewählt, dass nachher noch Zeit für Fragen und ein Gespräch sein wird. Ich werde mich bei meinem Vortrag beschränken auf die Fragestellung, was sind Lymphome, wie können Lymphome entstehen, wie kann es dazu kommen, was gibt es zur Biologie zu Lymphomen zu sagen, beziehungsweise was gibt es für Arten von Lymphome oder wie kann man die Prognose genauer abschätzen. Was die Diagnostik und die Therapie von Lymphomen betrifft, haben wir dann nachher noch einige Vorträge. Lymphome sind definitionsgemäß im Endeffekt Lymphknotenschwellungen, wobei es auch sozusagen gutartige Lymphome gibt, wo es zu Lymphknotenschwellungen im Rahmen von Infektionen kommt oder anderen entzündlichen Erkrankungen. Maligne Lymphome sind bösartige Tumoren, die sich aus Zellen des lymphatischen Systems entwickeln und es handelt sich somit um eine Erkrankung oder um Malignome des Immunsystems. Maligne Lymphome sind durch ein sogenanntes monoklonales Wachstum gekennzeichnet, das heißt, Lymphome entstehen aus einem Zellklon bzw. sollen aus einer Zelle entstehen. Lymphome können sich vor allem und meistens als Erstsymptom in Form von Lymphknotenschwellungen manifestieren. Nachdem die Milz auch zum lymphatischen System kommt, kann es bei vielen Lymphomen auch zu einer vergrößerten Milz kommen. Sehr selten bzw. im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium kann es zu einem Befall verschiedener Organe kommen und bei manchen Lymphomarten auch zur Vermehrung von weißer Blutkörperchen im Sinne einer Leukämie, wie zum Beispiel das der Fall ist bei der chronisch-lymphatischen Leukämie, die zu den Lymphomen und zu den Leukämien zählt. Über diese Erkrankung werden wir vom Georg Hopfinger dann noch einiges hören. Zu dem Vorkommen von Lymphomen. Es sind ca. 4% aller malignen, also bösartigen Erkrankungen. Es handelt sich um eine Erkrankung eher des höheren Alters, also das mediane Erkrankungsalter zwischen 60 und 65 Jahren, wobei es bei verschiedenen Lymphomarten da Unterschiede geben kann, das sehr heterogen ist, das werde ich noch später sagen. Insgesamt sind Lymphome bei Männern häufiger als bei Frauen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die Lymphomentstehung begünstigen können. Nicht überraschend ist es, wie ich vorhin gesagt habe, dass es sich um Malignome des Immunsystems handelt, dass Störungen in der Immunlage zu Lymphomen führen können, wie zum Beispiel eine Immunsuppression, sei es jetzt zum Beispiel durch Virusinfektionen wie durch das HI-Virus oder durch Organtransplantation und anschließende immunsuppressive Therapie. Solche erhöht auch das Risiko, aber umgekehrt können auch Autoimmunerkrankungen, also eine Erkrankung, wo das Immunsystem verstärkt körpereigene Strukturen angreift, auch Lymphomentstehungen begünstigen. Ganz eine wichtige Rolle spielen meiner Meinung nach zunehmend verschiedene Infektionen, also sowohl viral wie auch wie zum Beispiel EBV-Viren. Also viele Lymphome können Epstein-Barr-Virus assoziiert sein. Und dann gibt es zum Beispiel das humane T-Zell-Virus, das relativ sehr deutlich mit einer bestimmten T-Zell-Leukämieart vergesellschaftet ist, oder auch Hepatitis-Viren, Hepatitis-C-Virus und Hepatitis-B-Virus. Es ist auch unlängst sogar ein Fall publiziert worden, dass durch eine Hepatitis-B-Virus-Erkrankung, also ein Lymphom entstanden ist, aber dass sogar auch durch eine antivirale Therapie dieses Lymphom sogar geheilt werden konnte, also durch den Virusinfekt, durch Behandlung des Virus. Dieser Virusinfektion, das Lymphom in diesem seltenen Fall sogar geheilt werden können. Aber auch Bakterien können Lymphomentstehung begünstigen, wie zum Beispiel Helicobacter pylori. Das ist ein Keim, der im Magen sein Unwesen treibt und zu Geschwüren führen kann, aber auch zur Entstehung von sogenannten Malt-Lymphomen. Das sind Lymphome, die vor allem im Magen-Darm-Trakt vorkommen und auch bei diesem Lymphom gelingt es in manchen Fällen durch eine antibiotische Therapie, das Lymphom wieder rückgängig zu machen.
Diese Helicobacter pylori-Infektionen können sogar aggressive und hochmaligne Lymphome verursachen, wie diffus großzellige B-Zell-Lymphome. Auch bei diesen kann es manchmal, ist sozusagen eine antibiotische Therapie wichtig, aber meistens ist trotzdem eine normale Immunochemotherapie dann erforderlich. Insgesamt haben Lymphome, vor allem Non-Hodgkin-Lymphome, eine steigende Inzidenz. Also es wird immer häufiger. Warum das genauso ist, weiß man nicht. Zum Teil sicher aufgrund der Tatsache, da die Lebenserwartung länger wird und es eben eine Erkrankung des höheren Alters ist. Aber nicht nur. Jetzt habe ich einige Faktoren genannt, die eine Lymphomentstehung begünstigen können, aber eine häufige Frage ist, wie kommt man überhaupt zu einem Lymphom, wie bekommt man das oder was kann man da dafür, oder hat das mit dem Lebensstil oder mit dem Lebenswandel etwas zu tun? Im Großen und Ganzen gibt es dazu keine Hinweise. Es gibt eben begünstigende Faktoren, aber wirklich ausschlaggebend sind im Endeffekt genetische Veränderungen, die mehr oder minder zufällig auftreten, wie hier an einer Grafik zu sehen ist. Also es kommt zum Beispiel bei einer B-Zelle zu einer gewissen Translokation, im Fall des follikulären Lymphoms zu einer Translokation, die heißt halt T14, 18, und da kommt es eben zu einer Deregulation verschiedener genetischer Steuerungsprogramme, aber man weiß halt, dass eine so eine Mutation nicht ausreicht, dass wirklich ein Lymphom entsteht. Man glaubt auch, dass mehrere solche genetischen Veränderungen immer wieder passieren im Körper und dass das Immunsystem diese Zellen dann bekämpfen kann, beziehungsweise dass trotzdem dann kein Lymphom entsteht. Und bei organischen Systemen ist eben meistens alles sehr komplex und es funktioniert nicht so, dass eine genetische Veränderung passiert, sondern es ist dann so, dass sozusagen aufgrund dieser sogenannten First-Hit-Veränderungen es dann zu sekundären, zusätzlichen genetischen Veränderungen kommt und dann sozusagen eine Kaskade entstehen kann, die dann sozusagen dann nicht mehr rückgängig zu machen ist und dann eben aus einer B-Zelle oder einer T-Zelle eine Lymphomzelle entsteht. Was können Lymphome für Symptome machen? Also die Symptome sind sehr unterschiedlich, sehr bekannt und häufig, vor allem bei aggressiven Lymphomen, ist die sogenannte B-Symptomatik. Kennen Sie sicher, also es handelt sich da einerseits um Fieberschübe, rezidivierend oder anhaltendes Fieber, Nachtschweiß, und zwar soll der Nachtschweiß dann so stark sein, dass so zum Beispiel das Nachthemd gewechselt werden muss. Also so ein normaler Nachtschweiß zählt nicht zu einer B-Symptomatik, sondern wirklich so, dass der Pyjama oder das Bettzeug der Nacht nass ist. Und das Dritte ist ein Gewichtsverlust, der eben so definiert ist, dass ein Gewichtsverlust von über 10% innerhalb von 6 Monaten würde zu einer B-Symptomatik zählen. Was häufig auch vorkommt, ist ein genereller Leistungsknick. Also die Betroffenen schildern, dass sie leicht weniger leistungsfähig sind. Teilweise kann das bedingt sein durch eine Anämie, also eine Blutarmut der roten Blutkörperchen. Häufig kommt es zu vermehrten Infekten. Da gibt es auch verschiedene Ursachen. Einerseits kann durch Lymphome die normale Blutbildung gestört sein. Also es kann zu einer Verminderung von Granulozyten, also von weißen Blutkörperchen, die für die Infektabwehr zuständig sind, kommen. Oder es kann zu einer verminderten Bildung von Antikörpern kommen, das sogenannten Antikörpermangelsyndrom und genereller Immundefizienz. Ein nicht so häufiges Symptom, aber doch unangenehm, wäre zum Beispiel Atemnot, auch wiederum durch eine Blutarmut, also eine Anämie bedingt. Sehr selten können Lymphome auch Ergüsse, also Wasserablagerungen in der Lunge verursachen, oder wenn zum Beispiel im Mediastinum, also im Brustbereich, das Lymphom so groß ist, dass es da schon dadurch zu einer Atemnot kommen kann. Selten kann es zu Hautmanifestationen wie zum Beispiel Juckreiz kommen. Es gibt bestimmte seltene Lymphomarten, vor allem T-Zell-Lymphome, die vor allem auf der Haut sich manifestieren, wie zum Beispiel die Mycosis fungoides. Dann immer wieder in der Literatur und in Lehrbüchern beschrieben wird der Alkoholschmerz, das heißt, dass Lymphknoten schmerzhaft werden nach dem Genuss von Alkohol. Habe ich selber nur bei 2 Patienten in meinem Leben gesehen, aber es gibt es tatsächlich. Wie ich schon vorher gesagt habe, ist nicht jede Lymphknotenschwellung ein Lymphom, und es gibt verschiedene Differentialdiagnosen, die man auch am Anfang der Diagnostik ins Auge fassen muss.
wie gesagt, es kann zu Lymphadenopathien, also zur Vergrößerung von Lymphknoten bei Infektionen kommen, wie zum Beispiel bei bakteriellen Infektionen, Borrelientuberkulose oder Helicobacter pylori. Vor allem und häufig bei Virusinfektionen ganz bekannt ist das Epstein-Barr-Virus oder die infektiöse Mononukleose, wo es zu akuter Schwellung der Halslymphknoten kommen kann und auch zu einer Vergrößerung der Milz. Auch das ist eine Differentialdiagnose oder HIV- oder Zytomegalie-Virusinfektionen. Gewisse parasitäre Erkrankungen wie die Toxoplasmose können ebenfalls Lymphknotenschwellungen machen, aber auch Pilzinfektionen. Dann gibt es noch andere Erkrankungen, Systemerkrankungen, die Lymphknotenschwellungen machen können, wie zum Beispiel die Sarkoidose oder Kollagenosen. Das sind im Großen und Ganzen Autoimmunerkrankungen, die Kollagenosen, wo es eben zu Lymphknotenschwellungen kommen kann. Die Sarkoidose ist vor allem gekennzeichnet durch Lymphknotenschwellungen im Bereich thorakal, also im Bereich der Lunge. Lymphknotenschwellungen können aber auch durch solide Tumoren verursacht werden, wie zum Beispiel Lymphknotenmetastasen bei einem Bronchuskarzinom oder bei Tumoren des Hals-Nasen-Ohrenbereichs. Diese kann man dann durch eine Histologie natürlich ausschließen. Dann gibt es ganz seltene, also gutartige lymphoproliferative Erkrankungen wie der Morbus Castleman oder Lymphomatoide Papulose. Das sind im Endeffekt Raritäten. Und des Weiteren kann es zu Lymphknotenschwellungen auch bei Speicherkrankheiten kommen. Zur groben Einteilung von malignen Lymphomen. Sie alle wissen, dass es sogenannte Hodgkin- und sogenannte Non-Hodgkin-Lymphome gibt. Zum Hodgkin-Lymphom ist zu sagen, dass die Inzidenz 2-4 pro 100.000 im Jahr beträgt. Das Besondere am Hodgkin-Lymphom ist, dass es zwei Häufigkeitsgipfel gibt, was das Alter betrifft, nämlich im jungen Alter, also zwischen 20 und 30 Lebensjahr, und, das ist leider ein falsches Größe-Kleiner-Zeichen, sehe ich gerade, über dem 60. Lebensjahr, also zwei Altersgipfel. Auch hier ist die Häufigkeit bei den Männern leicht größer als bei den Frauen. Die Prognose ist im Großen und Ganzen sehr günstig mit einer Langzeitüberlebensrate von über 90% gemäß rezenter Studien. Non-Hodgkin-Lymphome haben eine Inzidenz von 5 bis 10 in 100.000 pro Jahr. Da ist der Häufigkeitsgipfel unterschiedlich heterogen. Das liegt daran, dass diese Erkrankungsgruppe überhaupt sehr heterogen ist und es so viele verschiedene Arten von Non-Hodgkin-Lymphomen gibt. Generell, also wenn man den Schnitt nimmt, ist es eine Erkrankung eher des höheren Lebensalters. Auch hier sind Männer häufiger betroffen als Frauen. Die Prognose hängt von verschiedenen Faktoren ab, ist sehr unterschiedlich, hängt vom Stadium ab, von der Lymphomart und, wie ich später zeigen werde, von einem prognostischen Score. Das ist dieser IPI-Score, International Prognostic Score. Die grobe Einteilung der Non-Hodgkin-Lymphome erfolgt in indolente und aggressive Lymphome. Früher hat man gesagt, niedrigmaligne oder hochmaligne Lymphome, die sich in ihrer Klinik massiv unterscheiden. Also indolente Lymphome sind langsam wachsend, wenig aggressiv, müssen nicht in den meisten Fällen nicht sofort behandelt werden, sondern erst dann, wenn sie symptomatisch sind und sind dafür, haben auch eine lange Prognose, also einen langen Verlauf von Jahren oder Jahrzehnten, auch ohne Therapie, sind dafür, weil sie so langsam wachsen, weniger leicht mit aggressiven Therapien auch vollständig zu heilen. Und andererseits die aggressiven Lymphome, die sehr schnell wachsen, sehr schnell Symptome machen und auch in den meisten Fällen behandelt werden sollen oder müssen und dafür in vielen Fällen auch dann wirklich komplett heilbar sind. Da gibt es eben auch verschiedene Unterschiede in der Aggressivität der Tumoren. Mit diesem Tier will ich Sie nicht schrecken, also das soll einfach nur demonstrieren, wie viele verschiedene Lymphomarten es gibt. Gott sei Dank, warum ist das überhaupt so, fragt man sich. Das beruht darauf, dass der maligne Prozess, also die Lymphomentstehung in Lymphozyten, verschiedene Reifungsstufen stattfindet. Also der Lymphozyt, also von seinem Weg von der Stammzelle zu verschiedenen, zur reifen B-Zelle zum Beispiel in diesem Fall oder auch T-Zelle, durchläuft verschiedene Stadien und zu jedem Stadium, aus jedem Stadium dieser Lymphzelle kann sozusagen, können verschiedene Lymphomarten entstehen. Das erklärt zum Teil, warum es so viele Arten von Non-Hodgkin-Lymphomen gibt.
Und wenn man so will, hat jedes Reifungsstadium der B-Zelle sein dazugehöriges Lymphom, salopp gesagt. Es gibt aber auch, wie man hier sieht, es ist nicht nur so, dass sie verschiedene Reifungsstadien durchlaufen, sondern Lymphozyten befinden sich an verschiedenen Orten im Lymphknoten, wie zum Beispiel hier im Germinal Center, das ist eine spezielle Region. Das erklärt teilweise, warum so viele verschiedene Lymphomarten gibt. Zur Häufigkeit von Lymphomen ist zu sagen, dass gemäß unserer ursprünglichen Aufteilung in Non-Hodgkin- und Hodgkin-Lymphome, Non-Hodgkin-Lymphome häufiger sind und dass das sogenannte diffus-großzellige B-Zell-Lymphom, das ist ein aggressives Lymphom, das häufigste ist, das zweithäufigste, das follikuläre Lymphom, dann kommen noch einige häufige Lymphome und die chronisch-lymphatische Leukämie machen 75% aller Non-Hodgkin-Lymphome aus, also die anderen seltenen Arten dann im Großen und Ganzen Raritäten, T-Zell-Lymphome, also Lymphome, die von T-Zellen ausgehen, machen nur ca. 10% aus. Bei den Hodgkin-Lymphomen gibt es nicht so viele Untergruppen. Das sind eine relativ einheitliche Gruppe, die sich aber durch die Histologie Unterschied, also durchaus ein wenig unterscheiden können. Aber zum 95% gibt es das sogenannte klassische Hodgkin-Lymphom. Und hier noch einmal eine grafische Darstellung der Häufigkeit verschiedener Non-Hodgkin-Lymphome. Wir sehen hier das häufigste Non-Hodgkin-Lymphom, das diffus-großzellige B-Zell-Lymphom, dann das follikuläre Lymphom, das zweithäufigste, häufig auch noch das Marginalzonen-Lymphom und ein Malzonen-Lymphom, das ist ein B-Zell-Lymphom, das in einem Magen-Darm-Trakt auftreten kann. Das T-Zell-Lymphom, das ist wieder eine sehr heterogene Gruppe von verschiedenen Lymphomen, die sehr unterschiedlich sind, und die chronisch-lymphatische Leukämie zu den häufigsten. Vielleicht erwähne ich noch das Burkitt-Lymphom am Schluss, das sehr selten ist, aber das Lymphom ist, das am aggressivsten und am schnellsten wächst. Also das innerhalb von wenigen Tagen, wo man sieht, eine Lymphknotenschwellung, die innerhalb von wenigen Tagen sichtbar sich vergrößern kann. Nur kurz, wenn man eine Diagnose eines Lymphoms erhält, gibt es dann auch eine Stadium-Einteilung, die sich nach dem Ausmaß des Lymphknotenbefalls orientiert. Stadium 1, wo nur ein Lymphknoten, eine Lymphknotenregion befallen ist. Stadium 2, wo mehrere Lymphknotenregionen befallen sind, aber entweder unter oder oberhalb des Zwerchfells. Beim Stadium 3 kommt es zu einem Befall von Lymphknotenregionen auf beiden Seiten des Zwerchfells. Und beim Stadium 4 zu einem extralymphatischen oder Organbefall. Das habe ich vorhin kurz erwähnt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Prognose abzuschätzen. Beim Lymphom alt und noch immer gültig und gut ist der sogenannte International Prognostic Index, wo verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel höheres Alter, eine Erhöhung der LDH, also der Laktatehydrogenase, oder ein schlechter Performance-Status, also ein schlechterer Allgemeinzustand, auch eine ungünstigere Prognose, beziehungsweise ein fortgeschrittenes Stadium. Und dieser Prognostik-Index erhält auch seine Gültigkeit nach dem Einsatz von neuen Antikörpertherapien. Und wie man hier sieht, bei jungen Patienten, also bei jungen Patienten unter 60 Jahren, wenn sozusagen wenige Risikofaktoren vorhanden sind, kann wirklich zu über 90% auch eine Langzeitheilung dann oder eine gute Prognose erzielt werden bei solchen Patienten. Und zum Schluss vielleicht noch ganz kurz. Es gibt auch die Möglichkeit, mit molekularbiologischen Maßnahmen die Prognose einzelner Lymphomgruppen genauer abschätzen zu können oder Lymphome genauer zu klassifizieren. Hier geht es um das diffus-großzellige B-Zell-Lymphom, wo man verschiedene Genexpressionsmuster vergleichen kann und anhand dieser Genexpression wiederum eine Gruppe unterscheiden kann, die eine schlechtere Prognose oder eine bessere Prognose hat. Warum ich das deshalb zeige, weil es auch sozusagen erste Hinweise gibt, dass aufgrund von verschiedenen Gene, die exprimiert werden, auch neue Therapien sich daraus entwickeln können und auch eine zielgerichtete Therapie daraus sich entwickeln könnte, so wie wir hoffen. Und damit bin ich auch schon am Ende. Nur kurz als Ausblick, wie ich anfangs erwähnt habe, dass Lymphome immer häufiger werden, aber Gott sei Dank
durch, also das ist ein nicht aktuelles Tier, aber durch, wir hoffen, dass also durch bessere Betreuung und Therapien die Mortalität an diesen Erkrankungen zurückgeht, obwohl diese Erkrankungen immer häufiger werden. Und dann danke ich schon für die Aufmerksamkeit.